Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Oder ja, doch, hiermit herzlich willkommen zu meinem Skiurlaub. Das hier wird der Anfang sein meines Vlogs. Wir werden jetzt erstmal 9 bis 10 Stunden Auto fahren nach Österreich. Es geht nach ins Brixental. Wird den einen oder anderen vielleicht was sagen. Mir sagt es auf jeden Fall nichts. Ja, aber in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns. Viel Spaß euch. Neben mir sitzt Deutschlands meistgesuchter Enduro-Fahrer. Jones, warum sehe ich dich jetzt nicht? I am under the water. Please help me. Okay, Leute, wir haben jetzt die Sachen hier eingepackt und machen uns jetzt auf den Weg nach Österreich. Let's go. So, Leute, wie ihr seht, erster Stopp. Es geht zu McDonald's. Wir haben leider vor der Fahrt nichts mehr gegessen. Dementsprechend müssen wir jetzt auf Fast Food zurückgreifen. Kann man mal machen. Hast du den Filet-O-Fisch schon mal probiert? Nee. Ich werde ihn heute das allererste Mal probieren. Das allererste Mal in meinem Leben. Kein Cheese, nee. Okay. Die Sour-Soße wichtig. Wer keine Sour-Soße zu seinen Chicken McNuggets sind, ist ein Untermensch. Was nimmst du für eine Soße? Jetzt sag mal Chili-Soße. Gar keine Soße. Oha. Maki 117. Leute, das allererste Mal in meinem Leben Filet-O-Fisch geholt. Das allererste Mal im Leben. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Bin gespannt. Ja, Mann. So, Leute, wir sind angekommen. Ich konnte gerade noch mal 2 Stunden im Auto schlafen. Ja, Diana war jetzt schon da vorne. Wir checken jetzt ein im Hotel. Aussicht auf jeden Fall Bombe. Schnee eher nicht. Kuss. Wir sehen uns. Ein Grund, warum ich auch nicht Ski fahre, ist der Gang mit den Schuhen. So laufen die. So. Aber dazu muss man sagen, wir Snowboarder sind auch die, die dann bei den Zielwegen ja, stehen bleiben und nach Hilfe fragen. Let's go! Regel Nummer 1, eine Abfahrt, ein Bier. Hey! Hex oder Skifahrer? Wie bitte? Hex oder Skifahrer? Aber du willst mir nicht sagen, dass die hier ganz viel Zeug drauf sind. Alle. Niemals Skifahrer in diesem Leben. Oh, ich muss so aufstoßen. Oh Gott. Spaß.
Achso, ja, also. Ja. Mein Bier ist leer. Ich hab kurz meine Jacke aufgemacht und dann hat. Ex oder Skifahrer? Ah, Skifahrer doch, oder was? Kein Skifahrer. Proud. Niemals im Leben Skifahrer. So Leute, wir sind jetzt auf dem Berg angekommen. Wie erwartet, kein Neuschnee, nur Kunstschnee auf den Strecken, was aber erstmal mir persönlich reicht. Ich freue mich einfach aufs Boarden, einfach auf die Aussicht beim Boarden mit den ganzen Bergen. Zieht so einfach rein. Einfach geil, einfach beruhigend für die Seele. Kann es echt nur jedem empfehlen. Sei es Skifahren, Schlittenfahren oder Snowboarden in den Bergen. Das ist es einfach. Wir machen jetzt unsere erste Abfahrt. Let's go! Was geht ab, Leute? Guten Morgen zu Tag 2. Ich gönne mir auf jeden Fall richtig schön Waffeln, Röhrspeck, Lachs und schöne Brötchen. Und einen guten Osaf, Leute, frisch gepresst. Also, ich wäre ja nicht Fabian, hätte ich mir nicht was ausgedacht. Falls ihr etwas braucht, ja, Baby Shark, Sachen reinzupacken. Da habe ich dann gedacht, es ist ein Rucksack, um Sachen wie ein Geldschein zu verstauen. Wie sitzt der, Christian? Sehr gut, ja. Sehr vorragend. Let's go, Leute. Tag 2. Heute wird geballert. Heute wird geballert. Ich hab's leider auf Video, das war der Beweis. Mein Arschloch, Alter. Oh, das Fleischbein. Oh. Wait a minute. Who are you? Hey Leute, das ist Schneeurlaub 2023 in Österreich.
war das nicht. Komische Größe. Oh, Leute, ich sag's euch, hier ist immer noch kein Neuschnee gefallen am Tag 2. Es macht keinen Spaß. Die Pisten sind so dermaßen vereist. Wenn man hinfällt, ich habe jetzt schon so Steißbeinprobleme. Geisteskrank. Ich hoffe wirklich darauf, dass morgen Neuschnee fällt an Tag 3. Aber wie viel Eis hier auf den Pisten ist, unglaublich. Wie ist deine Laune? Wie ist deine Laune? Ich könnte kotzen im Strahl. Ja? Echt? Pisten-Eisstrecken. Ja? Nervig oder was? Hm. Bist du sauer? Digga, ich trete dir gleich ins Gesicht. So sauer bin ich. Ja, Leute, das kommt davon, wenn man nicht fahren kann. Yeah! Höllentrip, Leute. Höllentrip. Ich bin jetzt ungefähr seit 2,5 Stunden unterwegs, um einfach endlich zurück zu unserem Hotel zu kommen. Haben uns etliche Male verfahren. Aber wir hätten es fast geschafft, aber der Typ ist ausgerutscht. Ich gebe euch noch ein Update, ob wir es geschafft haben. Zeitlich, bevor es dunkel wird. Alter, Leute. Wer glaubt es kaum? Wir haben es tatsächlich ins Tal geschafft. Nach knapp 3 Stunden. Alter, sind wir fertig. Jetzt müssen wir direkt ins Hotel ausziehen. In Pool, Wellness, Essen. Bis später. We did it. Das nächste Mal schön den Glühwein jetzt da reinballern. Kinderpunsch mit Schuss. Hier, lieber Tag. Kinderpunsch trinken anstatt Glühwein. Zur Feier, dass wir es eigentlich mal nach etlichen Stunden geschafft haben. Was geben wir? Glühwein oder? Jägermeister! Jägermeister! Jäger? Ja. Leute, seht ihr das? Die haben uns Herzen gemacht. Herzen. Ich glaube, das hat was zu bedeuten, oder Jonas? Ich weiß ganz genau, was das bedeutet. Was bedeutet das denn? Was? Was bedeutet das? Ah, er ist schüchtern noch voll, Kammer. Er ist noch ein bisschen schüchtern. Aber ich sag mal so, die Herzen haben definitiv was zu sagen. Und ich möchte auch, dass es so heute ist. Wenn ihr gerade sehen würdet, wie Jonas hier steht in Boxershorts, hat auch schon was zu bedeuten. Ich mach die Kamera jetzt lieber aus. Ich sag mal so, das ist doch kein Zufall, dass du jetzt auch noch einen Bademantel anhast, oder? Das ist doch kein Zufall, oder? Ich werde keinen anziehen. Was ist? Was guckst du mich so an? Ja? Lass uns einfach Wellness machen. Okay, let's go. Jonas sagt, ich darf nicht im Wellnessbereich filmen. Kommen die Leute aus der Sauna raus? Die kommen erst zum Pool. Wolltest du gerade mit mir irgendwo anders hingehen, dass du mit mir in den Skikeller gehst? Nice. Im Bademantel? Wir hätten auch einfach das Schild lesen können. Aber ich glaube, er wollte extra nicht. Leute, kurz zur Info. Hier ist unser Zimmer. Und der Pool wäre genau hier. Schwierig. Aber ich habe gesagt, ich passe jetzt kurz nicht auf. Alles lag an Jonas. Nicht an mir. Wie du ekliger. Dampfbad,
Sauna, Wellness. War sehr, sehr gut. Stück Wasser. Prost. Ja, Leute, aktueller Stand. So sieht's aus. Derzeit in Österreich. Regen. Ist jetzt nicht so geil, ne? Schwierig. Sehr, sehr schwierig, aber wir machen das Beste draus und wir hoffen, dass oben mehr Schnee liegt und dass wir dort wenigstens ein bisschen fahren können. Schauen wir gleich mal. Hey Fabian, was hast du euch in dem Rucksack? Was? Nur das Beste vom Besten. Willst du mal reinschauen? Mach auf. Wir haben Mama mir gepackt. Kein Wodka. Kein Wodka. Kein Wodka. Tatsächlich regnet es unten im Tal, aber hier oben kam Neuschnee, ein bisschen. Schauen wir mal, wie die Pisten sind. Das erste Mal, dass wir jetzt hier Neuschnee haben. Auch wenn es so 5 cm sind. Aber könnte vielleicht schon sich um einiges besser anfühlen, als nur auf Kunstschnee zu fahren. Mal schauen. Let's go. Schöne Knoblauchsuppe, damit wir gleich auch Spaß auf dem Zimmer haben. At this moment that he knew he fucked up. Oh, oh. Scheiße, Mann. Oh. Also okay. Chillen. Chill. Kurz chillen. Kurz chillen.
Ist nichts passiert. Na gut, sowas passiert dann leider, ne? Ja, easy. Ist halt so, wenn wir so fahren wollen, ne? Das hat Energie gekostet. Das hat wirklich Energie gekostet. Alter! Hat's aber mal, hat's mir auch zerledert, ey. Ich packe aber das Stück am Anfang ab, wo wir abschneiden müssen. So, ich wäre ja nicht, Fabienne, hätte ich nicht noch eine Überraschung für die Gruppe. Ja, dreh dich um! Jawohl, ey! Was ist denn hier los, Alter? Geil! Guck mal, Dominik! Niemals! Guck mal, Dominik! Heftig, Mann! Nicht Dominik, noch nicht! Die nachfolgenden Szenen sind ohne Helm gefilmt und sehr gefährlich, egal wie viel Erfahrung man hat. Bitte nicht nachmachen. Es gibt Brot. Brot? Jonas? Auf die Pizza. Aber der Pfandplatz war auch nicht mal da. Der war auf, aber kein Pfandplatz. Das war gar nichts. Was geht ab, Leute? Tag 3, 4? Welcher ist heute? Vierter Tag heute, oder? Ich weiß schon, ich glaube, heute ist der vierte Tag. Langsam ziemlich kaputt, muss ich sagen. Muskelkater ist schon weggegangen. Habe ich schon einfach gar nicht mehr. Fällt auch durchs ganze Wellness und sowas. Ja, das Wetter heute, Leute, wie ihr seht. Klare Sicht. Kein Neuschnee, aber den hatten wir auch gestern. Ich würde sagen, ballern wir einfach mal ein bisschen, ne? Let's go. Krass. Was? Schade. Nice try, but! So Leute, wir haben uns jetzt Schlitten ausgeliehen heute Abend, nachrudeln mit den Jungs. Okay. Voll mein Ding. Ja, mal schauen, wie es wird. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Jonas lächelt auch schon wieder so komisch. Da wird jetzt ein Einspieler von ihm kommen. Bis später. So Leute, es geht zum Nachtrodeln. Es geht zum Nachtrodeln. Ich wäre ja nicht Christian, wenn ich mir nicht was ausgedacht hätte für den heutigen Abend. Ich habe uns doch ein bisschen Energie mitgebracht. Was ist das? Nee, ne? Nee, ne? Stößchen. Wupp, noch ein bisschen Schnaps. Das ist aber kein Alkohol, ne? Nein. Komplett. Oh. Vitaminsaft ist das. Du musst Nein sagen, damit ich das Nein. auf YouTube... Nein! Nein! Das ist, du hast den alkoholfrei. Ach, ihr habt den alkoholfrei. Gut, das war ein guter Heil ankommen. Ja. Auf uns, ne? Oder was? Ja. Prost, Prost, Prost. Prost, Prost, Prost. Alkoholfrei. Alkoholfrei. Tschüsschen. Der war alkoholfrei. Oh, oh Gott. Ja, das war mega lecker. Ja? Was sagst du, Christian? Ich kann den kaum ruhig halten. Nee, ne? Ich bin ready. Was geht los, Leute, Alter? I call it the real action. The real action. Feste. Ja, ja. Maul sich. Jonas wird sich heftig maulen. Er wird einfach gegen ihn. Geh weg. Was machst du? Oh. Oh.
Wie scheiße! Was passiert hier denn? Ich kann nicht lenken, Mann! Was passiert hier denn? Jonas, Jonas, stopp, 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 stopp! Scheiße! Das hat ja lang. Oh, Mann! Stopp! Ja! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das schnell! Ich dreh ab! Ja! Oh, oh, oh. Ja! Ja! Oh! Piss dich, du Lavasch! Scheiße! Du musst hier rufen, hier! Was geht ab, Leute? Heute ist der letzte Tag. Ich bin, glaube ich, leicht krank. Habe irgendwie Halsschmerzen schon wieder. Oh, ich bin super zerstört. Aber egal, wir ziehen durch. Heute werde ich Skifahren, ich sag's euch, Leute. Ich wollte schon immer mal Skifahren. Aber nur, um es auszutesten, wie es einfach ist und wie schnell man das lernen kann. In 10 Minuten habe ich das Ding drauf. 10 Minuten, gebt mir 10 Minuten, Leute. Dann ist das Ding durch. Na, ich gehe jetzt zum Frühstück. Und dann sehen wir uns gleich auf der Piste, wenn es heißt Skifahren. Heute das erste Mal Skifahren. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich habe dort diesen einen Cliff, Jonas, weißt du noch? Wo ich am Anfang so gelaufen bin. Gleich laufe ich wirklich so. Einmal kurz Catwalk. Zurück? Nein, einfach nein. Scheiße. Easy, 2 Minuten. Reinklicken, klack, klack. So geht das doch, ne? Ja, genau. Klack, klack, rein die Ski und einfach fahren, oder? Einfach fahren. Reinklicken, klack, klack. Gott! Halbe Stunde oder was? Warte! Ich muss mich ein, zwei Mal abpacken, damit ich das Gefühl habe. Und gleich klappt das. Reinklicken, klack, klack. Die Zeit läuft. Ja. Aber was ist das hier? Drin? Ja, ist drin. Oh Gott. Oh Gott! Das kann nicht so schwer sein! Ich muss einmal das Gefühl kriegen. Oh, der ist aber schnell! Alter!
Alter! Guck mal, das schnell! Fazit, erste Abfahrt. War nicht schlecht, oder? Eben ging aber. Ihr müsst einmal hoch. Das wird. Ich hab noch 25 Minuten Zeit. Dann habe ich es. 20 Minuten. Noch Zeit. Wir fahren hoch. Also Lift fahren ist auf jeden Fall entspannter als Skifahrer. Definitiv. Eine Abfahrt haben wir jetzt durch. Jetzt geht's hoch zur zweiten. Jetzt wird's. Gott, ich fühle mich so richtig ekelhaft als Skifahrer. Nach Hause.